Gibt's neue, hab ich da jetzt ohne Witz? Ohne Witz, oder? Hab ich was verpasst? Wo gibt's Eisholz, so Eisbäume? Hey Leute, was geht? Willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal Lambert Tycoon. Du! Und ja, was wir heute machen werden, wir werden weiterbauen an meinem, ja, soll man sagen, Tresor. Ich habe jetzt privat nicht viel gebaut, da, ja, ich da nicht zu kam. Weil ich mit ETS beschäftigt war, Brickwigs und so, ne? Und ich mache das jetzt folgendermaßen, dass immer, wie gesagt, jede Woche einmal ETS, einmal Brickwigs kommt und so und so. Und wenn ich das fertig habe, dann, also es kommt einmal Brickwigs. Und dann, wenn Brickwigs fertig ist. Nein, was darf ich für Scheiße? Also, nochmal, langsam. Es kommt Brickwigs. So. Dann, wenn Brickwigs. Na, oh, ich nehme zu spät auf. Echt, spät aufnehmen ist eine Scheiße. Es kommt immer Lambert Tycoon ETS. Lambert Tycoon ETS, so, das wisst ihr ja, ne? Ich habe mir vorgenommen, dass ich jetzt so mache, dass ich immer so mache, nämlich ETS, also als Beispiel ETS-Video kommt jetzt, dann kommt auch noch ein Brickwigs-Video hinterher. Oder wenn ich es nicht schaffe, dann halt irgendwann später, ne? Und das ist halt, versuche ich mal als Algorithmus mal hinzuzufügen. In der Hoffnung, dass es klappt natürlich. Die verkehrten Sachen dauernd. So. Und ja, wenn ich diese tolle Änderung, Regel kann man es jetzt nicht nennen, diesen tollen Verlauf mögt, dann lasst einfach mit dem Abo ein Like da und ich bin echt müde und das ist gut die müdeste Lambert-Tycoon-Folge aller Zeiten. So, der Baum ist ungerade, das ist scheiße. Kann ich das noch irgendwie ausbiegen? Ich glaub nicht, ne? Ah, fuck, okay, da haben wir ein Problem. Dann muss ich den Boden so einfach komplett planieren. Nämlich mit dem Wood da. Muss mal gucken. Ist wie scheiße. Ey, guck, das machen wir später. Das kriegen wir heute nicht mehr gebacken. Ich würde sagen, wir machen mit den Wänden weiter. Dass wir da schon dann nachher die Technik einbauen können. Er kennt mich natürlich auch immer wieder, man kennt ihn. Und ob dieser Part jetzt auch 15 Minuten wird, kommt drauf an, was ich hier schaffe. Sonst werde ich eventuell ein bisschen in Länge ziehen. Und warum passt das jetzt nicht da rein? Das ist super. Hm. Ja, ist mal wieder ungerade gebaut. Ne? Boah. Ja, um 22:26 das Video aufzunehmen, dann gleich noch hinterher Brickwigs, das wird echt Bombe. Brickwigs glaube ich diesmal allein, will ich mich nicht recht täuschen, mal gucken, ob der Felix26GLP gleich noch Bock hat. Ja, ne? So, man sieht alles ungerade hier. Was ein Scheiß. Die Kabel da, die da rumliegen. Packen wir da hin. So. Oder ich ziehe einfach die im Lambert Tycoon von, weil es halt so ein bisschen spielt, dass sich Schleppen vorantreibt, einfach in Dings auf. Mal schnell. In 20 Minuten Videos. Mal gucken, mal gucken. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier raus wird. Wenn ich natürlich treffe. So, das scheint ja symmetrisch zu sein. Ist jetzt die Frage, wie es in der Mitte aussieht. Da müsste es eigentlich symmetrisch sein, dass es ja zwei Türen sind und die Türen sind eher genauso breit wie der hier. Wie machen wir das? Ich glaube, machen wir erstmal so einen rein. So, das ist auch fertig. wie machen wir das? Das ist die Frage. Post. Hoffentlich sieht das nicht zu scheiße aus nachher. Dann habe ich ein bisschen Holz umsonst verpfändet.
So. Das sitzt. Super. So, dann gucken wir mal. Ich würde dann noch irgendwo hier so Piep-Piep-Piep-Geräusche machen und so. Vielleicht lege ich das doch durch die Wand da. Mal gucken. Ich wäre natürlich wieder so ein Genius gewesen, hat alles wieder mit nach oben genommen. Natürlich Ruckgitterspiel wäre höllisch wie Pisse, wie immer eigentlich. Oh nein, da ist ein Stückchen rausgefallen. Scheißen. Ui, ich sehe mein Vorrat gebissen alle. Dann müsste ich doch eventuell mein letztes Holz hinter verpfänden. Oder ich müsste mal gucken, ob ich noch irgendwann zum Aufkaufen finde. Also wir maximal ein paar Tage noch irgendwie die Wände schaffen komplett. Das ist mein Ziel. Ja, mal gucken, ne? Was so passiert noch. Ob ich jetzt nochmal gleich Brickworks mit dem Felix jetzt in der GP aufnehme oder nicht. Ich habe da schon was mit einer Masche. Ich frage, ob das jetzt auch umsetzbar ist. Wenn ich habe versucht, oder ich versuche einen Mähdrescher zu bauen. Ist halt nur die Frage, ob der... Scheiße. Das ist... Ob der Mähdrescher dann auch so kommen wird, wie ich es mir vorstelle. So, jetzt habe ich mal um den Block rennen. Denn da wir ja wissen, dass es in Brickworks kein Heu oder sowas gibt, wird der Mähdrescher halt auszudreschen. Das ist... Ja, toll, ne? So, ich mache mal hier die Tür langsam auf, weil das ein bisschen eng hier wird langsam. Ja, die Tür ging super auf. Und ich fall runter. Okay, na moin, moin. Vergessen wir die Tür. Huch. So. Natürlich wäre es sinnvoll gewesen, das jetzt nochmal alles nach hoch zu schleppen, aber... Nö. Scheiß drauf, wir schleppen das so hoch. Mann, hey, diese Drecks... Oh, warum? Echt, um die Uhr habe ich da echt keinen Bock drauf, so eine Scheiße. Ich glaube, ich kürze den Part um 10 Minuten. Machen wir 10 Minuten, das reicht. Also 20 Minuten insgesamt. Gucken, was wir da gerissen bekommen. So, edeler Luxus. Sollte eine Tür kommen? Ja, super. Nein, oh Gott. Jetzt nochmal hier die Tür aufmachen. So. Muss natürlich alles gesichert sein nachher, wenn man hier den ganzen Kram oder so wichtigen Kram dahin ballert. Hauptsächlich hat die Äxte. So ganz langsam hier hoch. Und ja. Oh, geil, okay. So, haben wir gleich die eine Wand geschafft. Mal gucken, vielleicht werde ich das privat vollenden. Dann müsst ihr euch nicht wieder 20 Minuten geben, wie die Reste, die man fertig mache. Außer ihr wollt es. So. Na. Ja, das war eine gute Idee von mir. Und eventuell, ich weiß es nicht, kommt morgen ein verspätetes Video oder am Sonntag kommt ein Video, nämlich das Event, denn ich will jetzt mal diese Event-Sachen mal jetzt wieder in ein bisschen Gänge kriegen, wie ich das früher mal gemacht habe. Auch wenn es nur ein bisschen ist. Warum nicht, ne? So, kleiner Cut wieder, da wurde ich ihn wieder mal gestört, man kennt ihn. Mir fällt gerade eine sinnvolle Idee gewesen, die Wand fertig zu machen, aber egal. Uff. So. Ja, das wird ein bisschen knapp. Ich komme jetzt doch das Holz als 6, das da noch rumliegt. Und die Tür ist scheiße. Die macht zu. Können wir hier so rumgehen. Perfekt. Na, ja. Ah, ja, okay, nimm das andere Holz. Ist mir auch egal. Guck ich jetzt da rum. Bis... Ah, es fällt wieder runter.
Uiuiui, Leute, ich sag's euch. Ich glaube, wir müssen langsam mal hier so eine Treppe hochbauen, auch wenn die so billig hingeknallt ist, aber das mit den Leitern laufen ist auch schon ein bisschen nervend. So, der fährt sich natürlich erstmal voll durch, dieser krasse Typ aus dem Internet. Sieht schon luxuriös aus, also, da kann man nichts dagegen sagen. Stimmt, ich wollte ja den Boden, wo ich ja aus Dings machen. Noch. aus diesem Zeug hier, ne? Da wird auch noch teuer, fällt mir gerade ein. Ich muss irgendwo mal jetzt hier noch so einen Typen finden, der das mir aufkaufen kann. Bevor ich das große Teil da wirklich zerhexeln muss, leider. Andere würden euch jetzt natürlich sagen, die hier so Geld machen wollen, das wäre ja, hier, sag mal schnell. Huch. Das wäre ja Verschwendung, aber wofür hast du dann das Holz dann? Ich mein, oh, fuck. Jetzt mal ganz ehrlich, wofür hast du dann das Holz, um damit anzugeben, oder was? Das ist... Ich finde, das, was man so, ja gut, es gibt auch immer noch Duplicator überall, so ist es ja nicht, haben wir einen Duplicator, ja, guck mal, 10 Millionen, das kann nur ein Duplicator sein, können wir mal hier vorbeilunzen. Also bei 10 Millionen ist so schon, ja, also es kann ein Duplicator sein, sind es hauptsächlich natürlich, weil sie so viel Geld haben. Oder er ist wirklich am schwitzen als fuck für diese Ability. So, haben wir noch ein Auto irgendwo hier rumstehen? Ja, hinten. Sprach in den Chat. Na, nix. Obwohl. Was Besonderes. Wo ist denn jetzt 10 Millionen Typi? Ich glaube, das ist schon da hinten, wie ich es schon so sehe. Komm mal kurz vorbei. Dann geht sie wieder back on the work. Ich weiß jetzt nicht so, was jetzt hier was ist. Was sagt der eigentlich überhaupt? Hey, ist das bloß Holz? What the fuck ist das für ein Holz? Ist das... Was ist das für Holz? Hallo? Monkey, was ist denn... Was ist das für geiles Holz? Also ich kenne ja nur das Gelbe, das man da aus der Höhle kriegen kann. Das Neueste kann ich auch mal zeigen, wenn ihr wollt. Aber... Woher das Holz? Da drüben hat er auch noch blaues Holz. Hellblaues Holz sag ich dazu. Was für mich was verpasst? Was ist das für Holz? Ist das überhaupt Holz? Es ist Eis. Was? Na. Ah, ups. Mal, wie man Eis bekommt. Gibt's neue... Hab ich da jetzt ohne Witz... Ohne Witz, oder? Hab ich was verpasst? Wo gibt's Eisholz, so Eisbäume? Ah, du... You, obwohl, ja gut, das ist gerade mathematisch eigentlich auch gerechtfertigt. I will show you. Okay, ja. Muss man das gelbe Holz dafür nehmen oder so? Komm, zeig mir das mal. Guck mal, hier ist auch überall. Ja, auch mal wo jetzt zeigen oder wohin rein oder was? Hä? Ist ja doof? Eis. Hier liegt überall Eis rum. Oh lol. Ja okay, also das mit zeigen hat sich dann wohl doch erledigt. Jetzt mal kurz schnell das Auto mal weg. Eis, Leute. Wisst ihr was? Für die paar Minuten noch erkunde ich mich kurz mal im Internet, wo es diese Eisbäume angeblich gibt. So, wir sind gerade auf der offiziellen, okay, der halboffiziellen Fandom Raid Page. Und okay. Hier ist anscheinend das Frostywood. Okay, noch nicht gesehen. Ja, wusste nicht, dass die Location. Ich stimmt, wo das Feuerwood. Lock ist so.
system obtained from the Tiger Peak. In the, nee, hä? Okay. Bilder. Ach, man kann das vielleicht sein, dass es in diesem Eisbiom da ist, also wo der Schnee ist und so. Also, das sieht schon geil aus, so kann ich nichts gegen sagen, ne? Aber hier steht, glaube ich, keine Location dazu, oder? Aber, what? Okay, vergessen die Sachen, ich schließe einfach das Video mit diesem Ende hier ab. Ja, wo das Eis ist. Weiß ich nicht, also hier werden wir auf jeden Fall nochmal hingehen. Okay, das Spiel scheint ein bisschen doch komplexer zu sein als gedacht. Ich würde sagen, wenn ihr einfach mal sehen wollt, ob ich, also wenn ihr sehen wollt, dass ich das und das mal beobachten, gucken gehe, wo das ist, ja, zeigt es mir einfach mit dem Daumen nach oben oder wenn ihr echt der Ehrenmänner seid, mit einem Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao. Yeah, baby.